unserer Vorlesung Internet und Webtechnologien. Heute soll es um LAN-Technologien gehen. Wir sind damit jetzt wirklich in dem dritten Kapitel der Vorlesung anbelangt, dass wir über die Basics der Internettechnologien sprechen. Wir haben ja über die Kommunikation und ihre Medien, wir haben über die Geschichte der Kommunikation, wir haben die verschiedenen Formate besprochen. Und jetzt soll es also darum gehen, wie diese Dinge wirklich transportiert werden können. Grundkonzepte der Rechnervernetzung haben wir schon besprochen. Das waren Paketvermittlungen und anders. Und jetzt wollen wir uns die beiden grundlegenden Technologiegruppen ansehen, die zur Vernetzung von Rechnern beitragen, bevor wir dann über Internettechnologien sprechen können. Denn Internettechnologien sind ja keine physikalischen Vernetzungstechniken, sondern sind eine virtuelle Verbindung von verschiedenen Netzwerken, die da in der Praxis sind, typischerweise von solchen LANs, Local Area Networks. Das sind die LANs und die verbinden Rechner in einer engen räumlichen Umgebung, in einem Gebäude, auf einem Campus, also das Gebäude, wir werden über verschiedene Techniken sprechen, die gehen dann in der Ausdehnung verschieden weit, man denke immer so etwa an 100 Meter. Im Gegensatz zu einer Punkt-zu-Punkt-zu-Verbindung, wo zwei Rechner unmittelbar miteinander verbunden sind, ist es bei solchen LANs so, dass alle angeschlossenen Rechner eine gemeinsame Netzwerkinfrastruktur nutzen. Das ist gut ökonomisch, weil dadurch diese Netzwerkinfrastruktur gut ausgenutzt wird. Wenn man Punkt zu Punkt verbindet, nicht, dann muss man, wenn man n Rechner miteinander verbinden will, ja n Quadrat Kabel bereitstellen. Das ist mit so einer gemeinsamen Netzwerkinfrastruktur irgendwie viel wirtschaftlicher hinzubekommen. Es ist tatsächlich die in der Praxis am weitest verbreitete Form. Auch hier im Institut betreiben wir LANs, vielleicht betreiben Sie zu Hause ein kleines LAN. Also das ist die Form, wie private Netzwerke betrieben werden. In so einem Bereich privater Netzwerke gibt es keine besonderen Vorschriften. Jedermann kann die auf seinem Grundstück einrichten, kann seine Rechner verbinden, kann auch Technik nutzen, die er nutzen möchte. Und da gibt es verschiedene Technologien, verschiedene Angebote. Was wir aber zunächst mal besprechen müssen, ist die zugrunde liegende Technik. Denn für diese verschiedenen Technologien, Ethernet, FDDI-Ring, Wireless LAN, gibt es gemeinsame Grundzüge, die diese verschiedenen Technologien alle als LAN-Technologien kennzeichnen. Also Kennzeichen nutzen gemeinsame Netzwerkinfrastruktur. Und wenn gemeinsame Netzwerkinfrastruktur genutzt wird, dann braucht das einen großen Koordinierungs- und Verwaltungsaufwand. Da muss nämlich sichergestellt werden, dass die alle nach den gleichen Regeln arbeiten. Die müssen alle die gleichen Regeln verstehen. Und die Regeln müssen so eingerichtet sein, dass tatsächlich die Kommunikation möglich ist. Grundidee bei diesen LANs ist, anders übrigens als bei den WANs, dort ist das nicht wirtschaftlich, aber hier in dieser kleinen örtlichen Umgebung ist die Grundidee, dass eine solchen Broadcast Network, das ist, dass in einem Netzwerk ein Rechner, wenn er seine Datenpakete versendet, er die nicht dezidiert an den Empfänger sendet, sondern er schreit sie in die Luft, wie beim Rundfunk. Er teilt sie allen mit. Und die einzelnen angeschlossenen Rechner, die überprüfen jetzt jeweils, ob das Paket für sie bestimmt ist. Und diese Überprüfung findet statt mit Hilfe des Adressfeldes. Jedes Datenpaket, hat man ja besprochen, muss ja die Adresse des Empfängers enthalten. Das heißt, das Datenpaket wird an alle angeschlossenen Rechner ausgesendet und jeder dieser Rechner überprüft anhand des Adressfeldes, ob das Paket für ihn bestimmt ist oder nicht. Wenn das für ihn bestimmt ist, also wenn das nicht für ihn bestimmt ist, dann ignoriert er es einfach. Und wenn das für ihn bestimmt ist, dann verarbeitet er es, es gibt es also praktisch an die CPU weiter und die entsprechende Anwendung, die damit arbeitet. Das ist dieses Broadcast, ist einfach an alle zu senden, das ist eine Technologiefrage, die man abwägen muss,
als ob man jetzt, wenn ich es an Dezidierten nur sende, da muss ich ja den Weg bestimmen durch dieses, muss ich die Routen festlegen lassen, muss ich eine Instanz schaffen, die diese Routen berechnet. In diesen lokalen Netzen ist das ineffektiv. Da ist dieser Weg sehr viel leichter und besser implementierbar, sodass also diese lokalen Netzwerke typischerweise Broadcast-Netzwerke sind. So, jetzt, warum funktioniert das gut? Da gibt es theoretisch beschriebene, in der Praxis erkennbare Muster. Und da spricht man immer von der Locality of Reference. Und dieses Prinzip Locality of Reference, das werden Sie übrigens auch bei der Besprechung von Betriebssystemen kennenlernen, das gilt auch in Netzwerken. Und zwar gilt das in Richtung zeitlichen Aspekt, das ist die sogenannte Temporal Locality of Reference, und die sagt einfach, Rechner, die schon mal miteinander kommuniziert haben, die tun das sehr wahrscheinlich bald wieder. Das ist so, wenn man einmal eine Mail geschrieben hat, dann kriegt man eine Antwort, dann muss man eine Nachfrage stellen. Also das ist eine sehr Wahrscheinlichkeit, dass man in einem gewissen Zeitraum mehrfach mit demselben Partner kommuniziert. Und in räumlicher Hinsicht, dieses Spatial Locality of Reference, das sagt aus, dass es wahrscheinlich ist, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass benachbarte Rechner miteinander kommunizieren, höher ist, als dass das entfernte Rechner miteinander tun. Hat einfach damit zu tun, wenn man da nebeneinander sitzt oder in der Nähe ist, dann gibt es einfach viel mehr Berührungspunkte und dann kommt es zum größeren Informationsaustausch. Diese Beobachtung, auch im Betriebssystem, führt natürlich dazu, dass man, wenn man solche Techniken entwirft, darauf Rücksicht nimmt, dass in einer benachbarten Kommunikation in einer besonderen Weise unterstützt wird. Und das ist so ein bisschen diese Erklärung auch, dass diese LANs so wirkungsvoll und auch später die wesentlichen Bausteine des Internets sind.